Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Ich bin die Rockkartoffel und ihr seid hier live dabei, fast live, sag ich mal, bei diesem Let's Play. Wir spielen sofort weiter. Wir haben in der letzten Folge einen Boss umgelegt, der genau hier stand, wo wir auch jetzt stehen. Und das war kein Problem für uns. Wir spielen einfach mal weiter und hoffen, dass wir hier ohne Hilfe weiterkommen, weil letztes Mal war ja der Belfar-LP dabei und ich habe sonst auch immer so ziemlich Hilfe gehabt. Aber das gibt's jetzt nicht. Moment, ich mach mal ganz kurz den Ton auf meinem Headset ein bisschen leiser, so. Jetzt müsste das funktionieren. Und dann durchkämmen wir mal weiter diese wunderbare Landkarte. Ich denke mal, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt würde da stundenlang rumrenne. Aber ich habe wirklich gar keine Ahnung. Oh ja, stimmt, wir haben jetzt den neuen Charakter. Was kann er nochmal? Ich habe schon ein bisschen nicht mehr gespielt. Achso, ja, genau, das war dieser mit dem Fernkampf-Ding. Genau, Bamsen. Und da ist der erste auch schon weg. Und ich hoffe, der zweite jetzt auch. Wenn der Schlag von Vincent jetzt trifft. Ja, und das war eigentlich ziemlich locker. Hat Vincent nur ein paar Lebenspunkte verloren. Aber das ist ja nicht so schlimm. Gut, Barrett hat einen Levelaufstieg. Yes! Also wir haben voll viel Geld. Das kannst du ja keinem anbieten. Ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Ich will nämlich jetzt einfach mal nach Norden, weil da oben so ein Stadtpunkt-Ding ist. Irgendwie hat es ja bisher immer einigermaßen gut funktioniert. Mit dem einfach mal dahin laufen, wo ich hingehen kann. Und es war ja auch meistens richtig. Ich denke, das ist auch so konzipiert. Weil es gibt ja keine Angabe, ob ich... Oh oh. Ich glaube, jetzt habe ich einen falschen angewählt. Es gibt ja keine Angabe genau auf der Map jetzt, wo ich jetzt hingehen soll. Und deswegen denke ich schon, dass das jetzt hinhaut. Oh, natürlich, natürlich. Ich schieße natürlich Barrett an, deswegen habe ich auch gerade O gesagt. Fuck. Gut, dann erledigen wir jetzt schön einen nach dem anderen. Mal gucken, ob hier vielleicht ein Blitzangriff weiterhilft. Ich bin mir da ja nicht so sicher bei der ganzen Angelegenheit. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob hier irgendwas gestanden hat, gegen was die Viecher denn anfällig sein könnten, aber scheinbar gegen Blitz auch nicht so übel. Deswegen machen wir das Vieh einfach so fertig, würde ich sagen. Und da ist es dann auch schon da. Sehr schön. Wir ziehen weiter in die nächste Stadt, in der Hoffnung, dass wir dort richtig sind und dass wir dort unsere Ruhestätte finden werden. Beziehungsweise nicht unsere Ruhestätte, sondern ein... Wie soll man das denn sagen? Ein kleines Unterkünftchen. Was ist das? Ich würde mal sagen, ein kaputter Reaktor, oder? Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Eine rostige alte Rakete. Frage mich, wofür sie sowas Riesiges gebaut haben. Ja, dann fragen wir doch einfach mal rum. Wer ist das denn? Fragen lieber den Captain zu dieser Stadt. Er ist hier der Boss. Kapitän? Fragen wir doch zuerst mal danach. Wer ist der Kapitän? Der Kapitän war Pilot zu der Zeit, als Shinra noch an dem Raumfahrtprogramm interessiert war. Er sollte der erste Astronaut der Welt werden, aber dann passierte ein Unglück. Seit der Zeit hat er hier vor sich hinvegetiert und davon geträumt, ins All zu fliegen. Hast du einen Mann im schwarzen Umhang gesehen? Ein Mann in einem schwarzen Umhang? Nö, nie gehört. Okay, merkwürdig. Wir gehen zuerst mal in ein paar Häuschen hinein. Liegt hier vielleicht irgendwo was rum? Hier muss irgendwo was rumliegen. Guck mal, das Feuer ist animiert, da muss doch... Ach, schade. Gut, dann gucken wir uns hier um, bevor wir mit dem Typ reden. Ein Klo, supi. Wenigstens haben wir das schon mal erfunden. Hier geht's rein, hier sehe ich aber auch nichts. Gut, reden wir den doch mal an. Ein Gewehr ist eine Waffe für Männer. Was anderes ist nicht stark genug. Also ein Waffenhändler. Sehr schön. Gucken wir doch mal eine Schrotflinte.
Ja gut, so viel Angriff macht die jetzt auch... Oh. Wieder nicht. Ja, oder? Das seht ihr selbst, dass das viel bringt. Oh, nee, so viel wollte ich jetzt nicht unbedingt ausgeben. Kaufen wir mal 5 von den Dingern. Nee, kaufen wir 3. Wir haben ja auch momentan nur 3 Leute dabei. Gut, Schrotflinte. Schaffen wir die uns an? Ja, komm, die kostet wenig. Funktioniert schon irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dass wir so langsam mal wieder Sachen verkaufen sollten, die wir nicht brauchen. Machen wir auch gleich. So, Waffe, Schrotflinte. Ja, natürlich. Das könnte aber auch mal irgendwie dabei stehen. Oder steht das dabei? Und ich habe es schon wieder nur nicht gecheckt. Na gut, egal. Gut, irgendwas war doch hier noch. Ah, das hier. Goldarmband. Genau das wollte ich verkaufen. Zubehör, Frosch, Klein, Feuer, Anti. Gut, den ziehen wir einfach mal an. Gut. Dann sind wir wieder so weit... Ne, wir sind noch nicht so weit ausgerüstet. Rocky, du bist wieder ein Loch, würde ich mal fast behaupten. Gold, genau. Haben wir hier noch irgendwas, was wir unbedingt brauchen? Nö, nicht unbedingt. Dann ausrüsten auf Barrett. Und dann legen wir dem auch noch das Goldarmband an. Und gucken wir nochmal nach den Substanzen. Ja, hier brauchen wir noch was. Nämlich, wir nehmen einfach mal... Was haben wir denn da drin? Schutz. Holen wir einfach mal Gegenangriff. Weil es mich interessiert, ob das denn, wie das denn funktioniert, wie sich das denn verhält. Gut, und dann reden wir den nochmal an und verkaufen dem mal so einiges. Ich hoffe, der nimmt das alles so an. Phönixfeder wollten wir behalten. Das behalten wir auch. Ja, ja, ja. Zauber. Erhöht Zauberkraft. Heiltrank. Für ein Schokobo. Verwirrung. Silbernes. Das könnten wir eigentlich verkaufen. Wir haben ja für die meisten jetzt schon ihren komischen... Für die meisten jetzt schon ihre Waffen. Jo, wir verkaufen alles, was wir jetzt noch so an Waffen übrig haben. Natürlich nur das, was wir auch wirklich verkaufen können. Gegenmittel, Spiegel, Hartklinge, weg damit. Quecksilber, weg damit. Atomschere, weg damit. Platinfaust, Feuerring, Silberarmband, Titanreif. Ja komm, die schmeißen wir alle raus. Das brauchst du, das brauchen wir nicht mehr. Oh, da haben wir 2 von. Weißer Umhang, den behalten wir mal noch. Und sonst hatten wir nichts mehr bei. Gut. Dann, was ich jetzt aber auch noch gelernt habe, Objekt ordnen. Feld des Müssten. Oder Schlacht, wie war denn das? Sind jetzt irgendwie... Ja, genau. Die Tränke sind jetzt ziemlich weit oben, das passt mir. Gut, gehen wir raus. Vielen Dank, dass du uns so nett bedient hast. Ich gehe weiter. Hier scheint es auch noch irgendwas Leckeres zu geben. China-Restaurant oder so. Was sagst du denn? Sind die echt oder was? Ja, ich nehm's mal stark an. Willkommen im Shanghai Inn. Es kostet 100 Gil pro Nacht. Willst du das Zimmer? Ja, bitte. Dann sind wir wieder voll und so viel Geld haben wir jetzt einfach mal. Würde ich fast behaupten. Jetzt haben wir auch schon wieder die halbe voll rum. 9 Minuten schon wieder. Oder fast 9 Minuten. Ist ja übel. Gut, was verkaufst du uns? Ah ne, jetzt haben wir jetzt erst den... Ein Drink wird dir gut tun, ja, ja. Willst du etwas trinken? Erzähl mir eine Geschichte, kein Interesse. Nö, Geschichten, die sind mal, um ganz ehrlich zu sein, erstens zu kurz und zweitens zu langweilig. Wenn er so weitermacht, wird er eines Tages zusammenklappen. Verstehst du? Ich rede vom Herzinfarkt und so. Willst du etwas trinken? Kein Interesse. Ja, warum redet er uns jetzt einfach wieder an? Das ist schlecht. Komm einmal wieder. Gut, hier aufs Klo können wir nicht. Können wir nur anklopfen. Ich bin hier drin! Mit hochrotem Kopf ist er wahrscheinlich da drin. Presst sich gerade ein Würstchen aus der Hose. Oh, das ging flüssig. Muss ich jetzt öfter uns ernsthaft mal sagen, was hab ich denn heute wieder für einen Sprachfehler? Ich hasse das. Hier ist nichts. Super. Bringt's ja dann voll, dass wir hochgehen können. Wahrscheinlich ist das sowieso nur, um dieses Glaubhafte eines Hotels zu erwecken. Raus hier!
So, ich will jetzt gucken. Muss doch irgendwie hier noch irgendwas im Laden geben oder so. Wenn es hier irgendwas verkauft. Wer bist du denn? Warum machst du solche Abspastungen? Nein, nein, nein! Mensch, bist du langweilig. Gibt's denn nichts, was mich ein wenig aufwecken könnte? Nö. Glaube ich eher weniger. Hier ist aber noch wer drin. Das ist eine Sie. Puh, wie langweilig. Passiert ja nichts Aufregendes mehr. Ihr merkt, meine Stimme ist ein bisschen, kaputt. Gerade eine Krankheit hinter mir. Da geht sowas noch nicht, mein Junge. Viele sagen ja auch, dass meine Frauenstimme legendär wäre in diesem Let's Play. Ich sage einfach, meine Fresse. Willkommen, dies ist der Objektladen. Ach, da wollte ich hin, danke. Schön, dass es dich gibt. Trank! 21, das wäre neu, 29, gut. Gut, haben wir hier von nochmal, dann kaufen wir hier nochmal 13. Zelt. Kaufen wir nochmal eins. Phönixfedern. 0,7. Beenden mit Zauber anstatt mit... Ich kenne mich mit den ganzen Substanzen nicht aus. Ich müsste mich da mal wirklich so langsam richtig reinlesen in die ganze Sache. Opa tut den ganzen Tag nichts anderes, als die Rakete anzustarren. Okay, zu dem müssen wir also hin. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir haben jetzt Sachen gekauft. Oh, hier geht's ja gar nicht raus. Wir haben jetzt Sachen gekauft. Wo geht's denn hier raus? Da? Nee, da. Wir haben jetzt Sachen gekauft, alles was wir brauchen. Jetzt gehen wir zum Opa. Ist das der hier? Dies war früher eine Shinra-Basis. Von hier sind die Raketen gestartet. Hast du die schiefe Rakete gesehen? Das war Shinra 26. Sie ist jedoch nie gestartet. Okay, das war scheinbar der alte verwirrte Oppis. Gehen wir mal näher an die Rakete ran. Vielleicht können wir hier mehr erfahren. Außer, dass sie eventuell nie gestartet ist. Wahrscheinlich gibt es hier jetzt auch gleich wieder Fights oder so irgendwas. Wäre aber lame, weil diese Musik... Wir gehen einfach mal nach oben. Gucken mal. Passiert hier oben irgendwas? Oder ist es einfach nur ein kleiner süßer Aussichtspunkt? Ich hoffe, es passiert was. Was Spannendes. Irgendwie so ein Hubschrauber landet drauf und schießt uns ab oder so. Geiler Perspektivenwechsel. Besonders wie die Leiter sich da unten so umbiegt auf einmal. Ist hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas zu holen? Hallo? Oh. Sag jetzt nicht, dass ich hier umsonst draufgegangen bin. Dann gehen wir jetzt halt den ganzen Weg wieder nach unten. Sehr schön, wie wir das machen. Wir sind wieder boss-like. Komm schon, spring doch einfach. Meine Fresse, 3 Stufen. Die wirst du ja wohl, ohne dich gerade zu töten, einfach mal überspringen können. Gut, hier geht's nicht raus. An dem Busch bleibt er auch wieder hängen. Wo geht's hier hinten hin? Wieder nach vorne, oder wie? Ja, es geht wieder nach vorne. Gut, dann gibt's hier also so reichlich wenig zu holen. Das heißt, wir müssen nochmal in alle Häuser hinein. Also nicht nochmal in alle, sondern in die, in denen wir noch nicht drin waren. Hier können wir aber eine Kiste öffnen. Das machen wir. Bohrarm erhalten. Ich denke mal, das ist eine Waffe für Barrett. Oh. Hier scheint es ja einiges zu geben. Hier liegt auf jeden Fall mal eine AK rum. Bestimmt wohnen hier Russen. Oh, Hallöchen. Da ist ein Logo von den Shinra drauf. Tiny Bronco. Das ist cool. Die Shinra behalten die nützlichsten Dinge immer für sich selbst. Komm, das stehen wir. Kann ich helfen? Nein, wir gucken es uns nur an. Wenn ihr es verwenden wollt, fragt bitte den Kapitän. Der Kapitän ist in der Rakete. Ich bin Shara. Und wie heißt ihr? Ich bin Rocky. Ich bin Barrett von Avalanche. Vincent, von Beruf bin ich. Egal. Du gehörst also nicht zu den Shinra. Ich dachte, die Zustimmung für die Wiederaufnahme des Weltraumprogramms wäre gegeben worden. Hä?
Präsident Rufus soll hierher kommen. Der Kapitän ist schon den ganzen Morgen unruhig. Oh oh. Rufus! Mit dieser spannenden Storywendung verabschiede ich mich natürlich auch schon wieder in der nächsten Folge. Diese Folge gab es nicht viel zu sehen. Nächste Folge seht ihr dann Rufus, wie er sich wahrscheinlich uns gegenüberstellt und versucht, diesen Flugzeugraub zu verhindern. Ich bin die Rockkartoffel, wünsche einen wunderschönen Restnachmittag und sage bis morgen, auf Wiedersehen.